Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 5. In der letzten Folge waren wir mit Michael so ein wenig Golf spielen beim Los Santos Golf Club. Und da mussten wir ja in 9 Löchern Par oder Unterpar schaffen für die 100% Wertung. Das haben wir auch gemacht. Und heute dachte ich mir, dass wir mal die gemeinsamen Aktivitäten angehen werden. Ich wollte die eben schon mal mit Michael machen, aber irgendwie haben die alle keine Zeit oder sagen halt, es gibt noch was zu tun. Wahrscheinlich wegen den Bureau-Missionen. Deswegen können wir jetzt auf Trevor und auf Michael nicht bauen. Die werden keine Zeit haben. Aber vielleicht können wir ja mit Jimmy abhängen, weil Jimmy und Franklin sind ja eigentlich cool und haben keinen Stress, so wie jetzt Michael mit ihm hatte. Deswegen sollte das eigentlich funktionieren. Aber erstmal haben wir noch so ein paar Nachrichten. Die kann man ja auch mal schon mal lesen, dass sie schon mal auf jeden Fall erledigt sind. Ich weiß nicht, was Michael dir beigebracht hat, aber für diesen Job, den ich plane, musst du schießen können. Bring deinen Arsch zu einem Schießstand in Ammunition. Das hätten wir wahrscheinlich machen müssen, aber ich hatte ja im Spiel, also im Projekt schon, ich war ja schon mal beim Schießstand und habe da trainiert. Wahrscheinlich hat das dann ausgereicht schon, deswegen war das in dem Sinne kein Thema. Aber normalerweise müsste man da, glaube ich, wenn man dann bis dann da noch nicht da gewesen wäre, dann müsste man dahin für die Mission, für den Frachter. Für die Frachter-Zerstörungsmission. Für den Meriwether-Raubüberfall. Aber gut. Dann würde ich sagen, Kontakte. Und dann probieren wir es einfach mal. Sonst probieren wir uns hier so ein bisschen durch. Irgendjemand wird schon Zeit haben. So, es ist 13.23 Uhr. Das heißt, schlafen dürfte er eigentlich auch nicht. This Big J? Okay, ist nicht da. Könnte natürlich storybedingt gerade sein, dass das nicht geht. Nee, mit ihm will ich eigentlich gar nicht abhängen, aber... Hau vielleicht? Nee, auch nicht. Haben wir denn noch irgendwelche Freunde, mit denen wir... Lamar! Mit Lamar kann man doch immer abhängen, oder? Lamar, you busy? You wanna hang out? Alright, fool, for sure. But I got a lot of shit going on right now, so I understand if you need to cancel, you know, just hit me up. I won't be long. Ja, trifft Lamar bei dem... Ja. Menschensymbol. Okay, wir wollen zu Lamar, aber ich glaube, da müssen wir mit dem Taxi hin, oder? Wie weit ist denn er weg? Ach nee, ist er schon hier? Nee, das ist Lester. Oh. Lester ist ja auch nicht beim L, sondern bei dem... Wo ist er denn jetzt? Da. Können wir da nochmal selber... Sollen wir da mal hinfahren? Einfach mal wieder mit dem Motorrad ein bisschen fahren? Ja, was soll's. Komm, lass uns einfach da hinfahren. Es wird sowieso eine etwas längere Folge. Also, was muss man genau machen? Also, welche Aktivität muss man genau unternehmen? Das ist eigentlich ganz leicht. Also, wir müssen auf jeden Fall gemeinsam in die Bar gehen. Wow, ich habe mich eingekesselt. Wow, das ist ja wieder eine super Leistung von mir. Also wir müssen in die Bar gehen, müssen einen heben gehen. Wir müssen ins Kino gehen. Und wir müssen mal Darts gewinnen. Außerdem müssen wir noch in den Strip Club gehen. Aber das würde ich in dieser Folge eher nicht machen wollen. Das wird dann in der 18-Plus-Folge dann abgehandelt. Habe ich mich so entschieden. Da werden wir dann auch noch hier die sexy Einladung machen und da wird all dieser ganze Schmuddelkram dann vorkommen. Weil ich möchte nicht so einen normalen Part, so eigentlich so einen, ich würde schon fast sagen, familienfreundlichen Part auf 18 stellen müssen. Nur weil da so 5 Minuten lang solche Sachen gemacht werden wie Strip Club oder sexy Einladung oder so. Deswegen mache ich dann einen speziellen 18 Plus Part und somit ist das dann so ein bisschen, ja... abgegrenzt und dann muss ich das hier nicht auf 18 schalten, das habe ich mir so überlegt. Deswegen werden wir jetzt, ja, wir gehen trinken, wir spielen Darts und wir werden... Oh, sollen wir dem mal... Sollen wir da mal helfen? Wenn wir schon dabei sind. Ich weiß halt nicht, ob wir das schon gemacht haben, aber... Ja, normal. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viel die aushalten. Ich habe noch zu tun, Mann. Ist down, oder? So, her damit. Wo ist denn jetzt... Hä? Wo? Hat er jetzt irgendwo was verloren, oder? Ah, da. Da. Ja, ich gebe dir das mal zurück. Ist ja in Ordnung. $500, das ist ja...
Früher hätte ich das dankend angenommen, aber mittlerweile denke ich mir so, wir haben eh genug Geld. Hello. Moin. Here you go. Oh, you are such a sweetheart. I'm not even from here. Thanks so much. Ja, ist ja in Ordnung. Speicher einfach ab. Haben wir es jetzt... Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ich blick da auch ehrlich gesagt nicht mehr durch, was wir haben und was wir nicht haben. Ich habe es jetzt einfach mal mitgenommen. Einfach so, aber... Ja, gut. Also, wie gesagt, wir werden saufen gehen. Wir werden Darts spielen. Und wir werden ins Kino gehen. Und dann gibt es noch optionale gemeinsame Aktivitäten, die nicht für die 100% erforderlich sind, aber sie sind trotzdem für die Social Club Checklist. Das wäre einmal Golf spielen und einmal Tennis spielen gehen. Und das würde ich halt auch gerne machen. Es kann sein, dass ich den Part zusammenschneiden muss, weil wir haben ja jetzt scheinbar nur Lamar, mit dem wir was machen können. Und der wird auch irgendwann keine Lust mehr haben. Also wir können jetzt wahrscheinlich nicht in einem Rutsch alle Aufgaben machen, alle Aktivitäten unternehmen. Das heißt, ich muss auch ein bisschen Zeit überspringen wahrscheinlich, bis er wieder bereit ist, was mit uns zu unternehmen. Und deswegen kann es sein, dass ich den Part ein bisschen zusammenschneiden muss. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ja, und soweit so gut. Hey, Lamar. Nigga, do I have bitch tattooed on my face? I've been waiting for hours, nigga. What's up, homie? Ja, moin. Wir können den Stripclub, machen wir nicht. Trinken gehen würde ich jetzt auch erstmal nicht machen, weil wenn wir jetzt trinken gehen, dann... Wenn wir jetzt trinken gehen, dann sind wir besoffen und dann können wir keine weiteren Aktivitäten mehr unternehmen. Ich würde sagen, wir rufen uns ein Taxi, oder? Weil... Have you seen any ballers acting shady, homie? Man, they ballers. They always acting shady. I mean, coming for your ass shady. Man, ain't no OCB beef no more. Until you snatched D, that wasn't. Hey, I ain't snatched D. Y'all and Chop snatched D. I just drove y'all ass. Man, the mark saw your face. He ain't see mine. Yeah, but the mark's gone now, right? Only after getting all his people together. And they gone too. Man, just be careful. You ain't Stretch. That is, if Stretch is really with this shit. We straight, man. You be careful. I am. Jetzt habt ihr fertig getalkt. Vielleicht geht's jetzt? Vielleicht ging's wegen dem Dialog nicht. Ja. Can I get a cab out to me? Stay where you are. I got a driver right around the corner. Appreciate it. Okay, mir wurde mal geschrieben, ich soll immer in die Fahrtrichtung gucken, weil der Taxifahrer immer hinter einem spawnt. I'm trying to stick my face in some fat ass from the back, nigga. You gonna spend all your little bread at the titty club fucking with me tonight. Das glaube ich nicht. Wo ist denn jetzt das Taxi? Da! Unser Taxi ist da! Komm rein! Das geht auf jeden Fall schneller. War das jetzt wirklich der einzige Ort, wo man Darts spielen kann? Kann er eigentlich auch nicht sein, oder? Habe ich mich bestimmt verguckt. Das kann doch nicht wahr sein, dass man da nach ganz nach oben fahren muss, weil man einmal eine Runde Darts spielen will. Oder? Das wäre ja irgendwie dann schon so ein bisschen, als ob das so eine Rarität wäre. So eine Dartscheibe irgendwo sich mal anzuhängen oder so. So exotisch, oh mein Gott. Muss man um die ganze Welt muss man bereisen, um diese göttliche Scheibe bespielen zu dürfen, oder was? Aber das wird sehr teuer. $89. So. Vielleicht nicht ganz das, was du dir vorgestellt hast, aber ich will dich trotzdem besiegen im Darts. Wir müssen ja auch gewinnen, das ist unsere Aufgabe. Es ist eine gemeinsame Aktivität, aber wir müssen es, glaube ich, auch gewinnen. Was ist denn jetzt hier los? Junge, was ist denn jetzt hier los? Kneipenschlägerei, let's go! Kneipenschlägerei. Ich bin tot! What? Was hat der denn für einen Eisenschlag drauf? Junge, warum bin ich... Nein! Ich bin gestorben in der Aktivitätsfolge. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Es kann nicht wahr sein. $5000. $5000 hat das gekostet. Ich wollte nur eine Runde Darts spielen. Einfach nur eine Runde Darts spielen mit Lamar, meinem besten Kumpel. Let's go. Darts spielen. Alles für die Katz. Kannst du echt knicken, ey. Und jetzt geht er wahrscheinlich nicht ran, oder? Lamar, hey, how about we kick it? Hey, homie, for sure. We'll just come through in a little while. On my way. Ja, das ist doch wohl nicht wahr, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das für eine Folge? Aber egal, es ist eine chaotische Folge. Da kann man sich, glaube ich, drauf einstellen und es wird sowieso lang werden. Von daher lasse ich das alles so drin, wie es ist.
Hey, can I get a cab? Of course. Driver should be with you soon. Alright, thanks. Ich guck in die Fahrtrichtung. So. Ich warte jetzt. Geduldig. Bis das Taxi hinter uns steht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin in der Aktivitätsfolge gestorben. Weil die uns in der Kneipe vermöbeln wollten. Warum denn? Was ist denn? Wir kommen da an. Wir wollen ein bisschen Dart spielen. Die Leute mucken auf. Was ist los mit euch, Leute? Da. Kannst du nicht ein bisschen näher an mich ranfahren, bitte? Also. Naja. Where are you headed, homie? Zu Lamar. Freund-Treffpunkt. Genau. Freund-Treffpunkt. Alright, brother, here we are. Warte, warte, warte! Warte! Na gut, egal. Ach, jetzt ist er hier. Ach, er ist jetzt hierher gekommen. Zu uns. Ich wollte schon gerade sagen, was ist das denn? Wer kommt denn da jetzt angefahren? Ist das ein Zufallsereignis? Oder. Nee. What's up, homie? So, ich probiere es jetzt nochmal, dahin zu fahren. Und ein bisschen Dart zu spielen. Es kann doch wohl nicht so schwer sein, ein bisschen Dart zu spielen. Sind wir vielleicht nicht gern gesehen in dieser Gegend, oder? Aber ich sehe hier keine Dartscheibe. Es ist nur eine Dartscheibe. Es kann doch nicht eine Dartscheibe nur in GTA 5 geben, oder? Man, this is it, baby. Family's for life. For real, homie? Man, but I guess, shit, we really gotta push this whole forum thing a bit harder, dog. Forum, baby. Forum. Nigga, I got a cool symbol for that. Throw it up. Cool, homie. But I thought forum was the opposite, about moving past the signs and the mad dogging and all that other bullshit. That ain't bullshit, nigga. That's reality. For real, nigga? So you saying reality is a gang sign, hanging on a fucking street corner, striking on a fucking wall, then shooting at your cousin because he wears purple and you wear green. We still arguing about that old-ass bullshit. I want to get paid, dog. Not be the backdrop in a rap video or a documentary. Nigga, I want to motherfucking pay for a rap video and a documentary. I won't. Nigga's always about you, never your community. Yeah, nigga, because you the civic-minded drug-slinging gangbanger. Oh, I forgot. Oh, you forgot a lot of things, fool. So, hoffentlich klappt's jetzt. Ich möchte nur ein bisschen. Er ist immer noch. Hat immer noch ein paar Blessuren, aber ich hoffe, wir kommen jetzt hier rein, ohne dass sie uns hier gleich aufmucken wollen. Leute. Entspannt euch. Wir wollen nur ein bisschen Dart spielen. Ja, es geht. Wirf deine Darts auf die nummerierten Segmente der Dartscheibe, um deinen Punktestand, ja, runterzuzählen. Es ist ja wohl klar. Wenn das so wie bei GTA 4 ist, ist das wirklich sehr, sehr leicht. Du kannst einmal pro Runde dein Zielkreuz stabilisieren. Im Äußeren, ja, ich weiß. Ich kenne die Regeln von Darts und ich denke, jeder, der das hier sieht, kennt das auch. Es ist nicht sonderlich kompliziert. Das geht doch alles. Das kriegen wir hin. Aber es ist gut, dass es erklärt wird. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die das nicht wissen. Und dann wäre es ja blöd, wenn man da nicht weiß, wie man das Ding gewinnt. So, wir werden das jetzt gewinnen. Wir spielen ein Leg und ein Set. Und let's go, würde ich sagen. I'm gonna turn around and toss this one over my shoulder. So, mal gucken hier. Oh, 20 nur. Ah, nur 20. Man, you suck. Ich weiß, es war nur 60. Jetzt kommt er. Boom. Man, you won. Er haut die 180 raus. Das gibt's ja gar nicht. So. Einmal pro Runde können wir hier ein bisschen cheaten. Boom. Na gut. Das kann er schon finishen. Das ist natürlich nicht so gut. Man, I love this shit. Oh, 24, jetzt ist jetzt. So, wie machen wir jetzt 141? Checken wir jetzt 141 aus. Wenn ich jetzt mich mit Darts so gut aus. Also, ich gucke gerne Darts, aber ich kenne die Wege alle nicht. 81. Heißt, ich muss jetzt werfen. Das war doch so hier, oder? Watch your bitch ass choke. Und jetzt doppelt 12. Hab ich schon, ne? Der Druck. Nein! Ich hab daneben geworfen. Nein! Oh! That's ugly, man. Oh, Glück gehabt, er hat nicht gefinished.
So, wir haben noch 12. Nein! Doppel 6. Wo ist... Hey, should I Boom! Was ein Match, ey. Das war spannender, als ich erwartet hätte. Mann, ey. Er hatte die Chance, er hatte den Match-Starts. Aber er hat sich vergeben. Meine Güte. Nee, ist okay. You always was good throwing shit at me. Ja, das kannst du mal sehen, man, wa? Take me back to the hood, homie, unless you got something else cracking. Ich hab noch weitaus mehr vor, das glaubst du. Ich werde dich hier, mit dir werde ich die Welt bereisen. Ah, wir nehmen ein Taxi. Das ist ja klar. Wir gehen jetzt nochmal ein bisschen ins Kino. Denn, ja, können wir gleich hier hin, da haben wir gleich beides. Nebeneinander direkt. Kann auch sein, dass wir dann noch, ja, wahrscheinlich will er dann irgendwann wirklich los. Und ich denke, wir müssen ihn auch nach Hause bringen, damit es auch zählt am Ende. I need a cab as soon as possible. I'm sending one out right now. Sounds good. So, du hältst jetzt da vorne an. Du siehst, wir stehen auf der Straße. Ich weiß, ist nicht so schön, du willst gerne weiter, hast noch was vor heute, aber ich muss in Fahrtrichtung gucken. Nun nehmen wir das Taxi. Ich weiß nicht, ob das unseres ist. Wir nehmen es einfach. Hallo, hallo. Stopp, stopp, stopp. Wir nehmen dich einfach. Where can I take you? Nee, nicht zum Freund. Schade um die Dialoge, aber das ist okay. Das sind ja keine Story-Dialoge. Könnte man sich natürlich auch alles anhören, aber das passt schon so. Dann wollen wir doch mal ins Kino gehen. Wehe, du lässt dich jetzt überfahren. Lama? Okay, auf ins Kino! Hey. Bin aufgeregt. Hallo. Können wir durch? Wie kommt man ins Kino rein? Wo ist der Eingang? Junge! Mama! Junge, was? Komm mal! Hörst du mal auf, mich jetzt zu schlagen, du dummes Stück Scheiße! So. Das gibt's ja wohl nicht. Junge! Ich will doch nur ins Kino gehen. Hat es geschlossen? Ich möchte ins Kino gehen. Wo komme ich rein? Wo ist denn hier der Eingang? Wieso? Ich möchte ins Kino. Hallo? Ja, gut, dann gehen wir halt saufen. Wenn man nicht ins Kino gehen kann, ist die andere Alternative eben saufen zu gehen. Wollte ich jetzt eigentlich noch nicht machen, aber... Was bleibt uns anderes übrig, Leute? Also, ja. Wieso funktioniert das nicht mit dem Kino? Geht das nur zu bestimmten Uhrzeiten, oder? Keine Ahnung, ey. Lama lässt sich nicht überfahren. Sehr schön. Ja, dann lass uns doch in die Bar gehen. Was sollen wir sonst machen? Erstmal einen heben gehen. Auf die guten alten Zeiten. Woo! Boah. Das ist doch ein Kino hier, oder? Oder ist das ein Theater? Ein Kino. Deswegen verstehe ich nicht, warum das nicht offen ist. Baby, you should stick to X, that coke, or that cough cert, nigga. Whatever else the fuck get you high most of fucking time, nigga. Nah. Ich bin nicht besoffen, ich kann immer noch springen. Woo! Gerade Linie laufen. Über die Sterne. Wunderbar, funktioniert doch noch. Wieso steht ihr hier nur so blöd rum? Ich will... Alter, jetzt geht's aber ab hier. Ich glaube, es lässt langsam nach. Ah, hier. Da. Derzeit im Programm Kappa Lavoro. Lass uns da reingehen. Welcome to the cinema. No mobile phones. No talking. Or toddlers.
And please, be considerate to your fellow moviegoers. No masturbating. Now sit back and enjoy the show. Cool, das hier ist. Okay, ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich viel verstanden jetzt hiervon. War bestimmt wieder irgendeine Anspielung, aber die habe ich nicht gecheckt. You know what, homie? I think I saw that before. Glaube ich dir gern, aber gut. Dann würde ich sagen, bringen wir dich mal nach Hause, oder? Weil es ist echt schon spät. Ich meine, wir könnten auch irgendwie Tennis spielen oder so, aber ich würde ihn jetzt halt erstmal wegbringen, damit wir halt das auch abgeschlossen haben, so. Da haben wir ja schon mal 3 Aktivitäten jetzt zusammen gemacht, was schon mal sehr gut ist, aber die anderen kommen dann halt auch noch jetzt in diese Folge, die quetsche ich da auch noch mit rein. Da kriegen wir schon irgendwie hin. Always good to kick it with you, homie. Move it. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. So, das hat uns jetzt wahrscheinlich Prozente schon, prozenttechnisch schon weitergebracht, oder? Und 49% jetzt schon. Das hat echt einen heftigen Boost gegeben, aber das dachte ich mir ja schon. So, jetzt müssen wir noch was anderes machen. Also, ja, was muss ich jetzt machen? Ich muss jetzt die Zeit überspringen und dann können wir ihn nochmal anrufen. Aber das, da würde ich, glaube ich, jetzt erstmal einen Schnitt machen. Ich würde sagen, ich mache einen kurzen Schnitt. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir wieder mit Lamar was unternehmen. Und dann machen wir nochmal so ein bisschen, spielen wir nochmal Tennis und Golf. Bis gleich, Leute. So, Leute, kleine Planänderung. Scheinbar kann man mit Lamar einfach nicht Golf oder Tennis spielen. Das geht einfach nicht. Ich war jetzt bei einem Golfplatz und auch bei einem Tennisplatz und man konnte es einfach nicht auswählen. Deswegen denke ich mal, dass es mit Lamar einfach nicht geht. Das müssen wir dann mit einer anderen Person machen. Später dann. Aber ja, ich habe ihn jetzt halt an der Backe. Das heißt, ja, ich dachte mir, ich gehe jetzt mal kurz hier nochmal saufen mit ihm, damit er zufrieden ist. Und dann bringen wir ihn wieder zurück und dann hat sich das auch erledigt. Ich überspringe das jetzt auch einfach. Was ich nochmal ausprobieren wollte aus Spaß, ist einfach mal, wenn ich jetzt ihn jetzt hier anrufe, was dann passiert. Klingelt das jetzt bei ihm? Steig einfach ein, komm, wir schaffen das zurück. Hoffe, wir werden nicht von den Cops verfolgt. Es ist nur 1 Kilometer, aber es ist ein sehr, sehr langer Kilometer, wenn man betrunken ist. Ja, die Cops jagen uns, es war so klar. Jetzt hör mal auf zu wählen da, Mann. Wieso geht er auch nicht ran? Wieso hört man sein Handy nicht? 1 Stern. 1 einzigen Stern. Aber es geht ja, mit der Fähigkeit kann man ja gut fahren. Dann ist auch egal, wie viel Promille Franklin hat. Das ist völlig egal. Er fährt immer perfekt dann. Müssen wir jetzt erst die Cops vielleicht abschütteln? Das wäre natürlich sehr nervig jetzt. Hallo. Wo läuft... ist gleich weg, die Fähigkeit. Ah, komm, bringen wir ihn weg. Tschüss. Stay in touch, alright? Move. Und jetzt ist alles cool und die Bullen sind weg, oder was ist jetzt hier los? Hä? Macht gar keinen Sinn. Okay. Kann man ja eigentlich auch Basketball spielen? Geht das in dem Spiel? Ich hab's noch nie gehört, aber... Ein paar Körbe werfen? Nö. Aber hier kann man sich bestimmt eine Cola ziehen, oder? Ja, schade. Ich hätte gerne Golf und Tennis jetzt noch mit ihm gespielt, aber er will ja irgendwie nicht. Das ist dann ein bisschen blöd gelaufen jetzt. Aber muss man ja irgendwie auch erstmal wissen, das Ganze. Wo soll man das wissen, wenn man es noch nie gemacht hat? Okay, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn das der Fall sein sollte, würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dann sage ich mal ciao, bis zum nächsten Mal.